Vor allen Dingen wird der Farbe, können wir sie erst genau erkennen, wenn eine zweite Nebenfarbe erscheint. Dann wissen wir erst, was mit ihr los ist. Allein ein Blau ist ein Blau, ja, schön, wärmer, kälter. Ein Ultramarin, Zivilblau, Preußischblau, Kobaltblau, Differenzierung dabei. Aber wenn jetzt fremdartige Farben daneben stehen, gibt es stets immer eine Veränderung, die man auch nicht voraussagen kann. Man kann grob voraussagen, nicht? Wenn wir uns den zwölfteiligen Farbkreis nehmen, wissen wir, dass da die Komplementärfarben gegenüberliegen, jeweils die Farbe, die gegenüberliegt, die zusammengemischt ergeben ein dunkles, neutrales Grau, fast schwarz. Bis wir da hinkommen, gibt es unzählige Zwischenstufen. Es sei da gleich zu empfehlen, möglichst kein Weiß oder Schwarz zu verwenden, um etwas heller zu machen oder dunkler zu machen. Vor allen Dingen schwarz nicht oder sehr sparsam, sondern lieber mit der Komplementärfarbe arbeiten. Habe ich ein Rot, das ich etwas woanders hinbringen will, ein wenig von dieser oder jenen Komplementärfarbe. Rot gegenüber die Grün. Und dann von den 5, 6, 7 Grün, vielleicht, die man hat, ausprobieren, wie interessant wird das mit dieser oder mit hier. Wie gesagt, bis zum Grau dauert das eine Weile. Ne? Da braucht man dann schon einen hohen Prozentsatz. Bei jeder Farbe unterschiedlich. Bei einer 50%, bei den anderen reichen dann schon 30%, dass es ein grauer gibt. Nur, man darf das nicht verallgemeinern und meinen, dass das Grau einfach, man nimmt einfach, was man als Rot bezeichnet. Denn wenn wir schon davon ausgehen, von der Bezeichnung, ein Rot ist ja kein Permanentrot, das hat mit Rot nichts zu tun. Das heißt zwar Permanentrot, wird von Höchst oder wurde von Höchst hergestellt, aber Permanentrot ist ja ein Orange, ein Rot-Orange. Rot ist Magenta. Das bezeichnet der Laie schon oft als Rot-Violett. Das liegt da nicht weit entfernt vom Rot-Violett. Kommt darauf an, wo es steht, wo es liegt, innerhalb der Bildfläche.